FTS Lauschangriff. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lauschangriff. Nee, Lauschangriff, verdammt. Ich höre zu viel Game One. Es ist mittlerweile, ich habe keine Ahnung, wie lang. Ja, aber ich wollte immer mal über ein Thema reden, das mich jetzt schon doch ein wenig länger beschäftigt. Und zwar nenne ich es einfach mal, bin ich ein guter Let's Player? Fragezeichen. Grund? Keine Ahnung. eigentlich hatte ich ja damit angefangen, weil mein Bruder gesagt hat, hier, ob ich nicht Bock hätte. Bin immer noch dabei, weil ich einfach Spaß habe beim Spielen. Ich hoffe, man merkt das auch ein bisschen. Ich bin mir da nicht immer so sicher. Aber so in der letzten Zeit ist es bei mir mit dem Zocken nicht so viel. Warum, weiß ich selber nicht. Mein liebstes Hobby macht mir momentan nicht mehr so viel Spaß. Ich gucke jetzt gerade, dass ich so irgendwie immer mal wieder ein bisschen Ni no Kuni aufnehme. Ich weiß, es ist ein geiles Spiel, aber naja. Wie gesagt, Zocken ist gerade nicht so viel. Jetzt habe ich den Faden verloren. Fängst du gerade an, verlierst du schon den Faden. Genau, deswegen bin ich immer noch dabei, obwohl ich immer gesagt kriege, ja, warum hast du denn so wenig Abonnenten, bräuchtest viel mehr. Ich sage ja immer, dass mir das egal ist, solange es so eine Handvoll Leute gibt, die meine Videos gucken, und die gibt's auch. Ich weiß, dass es stark von abhängig ist, welche Projekte ich hochlade, was ich gerade mache. Dem einen gefällt das nicht so, dem anderen das nicht. Deswegen ist mir auch egal, ob ich bei 170 Abonnenten auf einem Video plus 2-3 Klicks habe. Das ist auch nicht das Problem, aber ich höre mir ja die Videos, ich gucke mir die Videos selber immer an oder höre mehr oder weniger, weil ich immer einen Titel brauche und immer so einen lustigen Spruch versuche, wobei das auch nachgelassen hat. Das ist ja gar nicht mehr so einfach. Und ich habe selber das Gefühl, dass, wo es mir stark aufgefallen ist, ist bei Final Fantasy X oder aktuelles Projekt, was ich gerade beendet habe, Bioshock Infinite, dass ich an manchen Stellen doch, also, wobei das, man muss es differenzieren. Zum Beispiel bei Bioshock Infinite ist mir aufgefallen, dass ich zwischendurch immer wieder längere Pausen habe, wo ich dann nicht wirklich was erzähle. Was aber stark daran liegt, dass ich, wenn ich spiele, bin ich zwischendurch immer so stark konzentriert, gerade bei Shootern, weil das ja auch nicht mein Genre ist, dass ich vergesse zu reden. Und ich hoffe, mir nimmt das auch keiner übel. Bei zum Beispiel Final Fantasy oder auch bei Ni no Kuni oder bei allen Rollenspielen habe ich das gemerkt, ist immer das Problem, dass ich viele Random Encounter habe und ich dann nie weiß, was ich erzählen soll. Das ist so mitunter mein großes Problem. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Deswegen stelle ich mir immer die Frage, kommt das überhaupt gut an? Die Klicks zeigen mir, nicht so. Wobei, wie gesagt, es auch davon abhängt, ob jemand das gucken will oder nicht. Und ich kriege auch ab und zu mal gesagt, dass ich eigentlich ganz gut bin, wobei ich da selber andere Meinung bin. Dann kommt das nächste, dass ich, wo ich mir dann auch selber schon gedacht habe, oh mein Gott, was denken die Leute bloß? Ich fange Projekte an, pausiere sie dann wieder oder muss sie abbrechen oder mache sie nicht weiter. Als Beispiel ein Spiel, wo ich selber Lust drauf gehabt habe, Walking Dead Survival Instinct, musste ich wieder runternehmen. Einfach aus dem Grund, weil Steam das Spiel nicht nochmal starten wollte, nach der ersten Aufnahme. Und nach allem rumprobieren, deinstallieren, neu installieren, im Internet gucken, ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Dann natürlich meine Together-Projekte, das mit Florian Super Mario Bros. 3, wurde auch schon oft gewünscht, dass es weitergeht, wird wahrscheinlich aber nie passieren. Zum einen kriege ich meinen Bruder nicht mehr dazu, zum anderen habe ich den Spielstand nicht mehr. Das ist schlecht. Aber vielleicht
im Sommerurlaub oder so spiele ich da mal wieder hin und mach's dann einfach alleine fertig. Natürlich ein bisschen was Daddel nebenher und dann passt das schon. Viele Rollenspielprojekte wie Jade Cocoon, Final Fantasy X sind pausiert, weil ich gemerkt habe, okay, ich habe zu viele Rollenspiele, auch Xenoblade. Das tut mir leid, die, wo es gucken wollen oder wollten, oder ja, müsst euch ein bisschen gedulden. Es geht auf jeden Fall irgendwann weiter. Nur ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich einfach zu viele Rollenspielprojekte habe. Und wenn dann meine Levelphase kommt, habe ich einfach nicht die Zeit momentan und die Lust, muss ich auch ehrlich sagen. Da alles auf einmal weiterzumachen. Deswegen habe ich jetzt erstmal alle Projekte pausiert, alle Rollenspiele, bis auf Ni no Kuni. Eins wollte ich dann doch noch weitermachen. Was habe ich denn noch? Ich habe noch Project Zero. Das habe ich pausiert, weil ich damals auch zu viele Projekte hatte und das eh keiner geguckt hat. Vielleicht mache ich das mal irgendwann weiter. Auch ein Grund, warum ich die alten jetzt Projekte jetzt pausiert habe, ist, dass ich, wenn ich ein Spiel, habe ich gemerkt, schon mal gespielt habe und nebenher noch ein neues Spiel habe, wo ich noch nicht kenne, dann spiele ich lieber das, wo ich schon noch nicht kenne. Deswegen auch mit ein Grund, warum zum Beispiel Final Fantasy X jetzt erstmal auf Eis gelegt ist. Ja, wie gesagt, also ja, Assassin's Creed habe ich dann, war auch ein Projekt, was ich wieder runtergenommen habe. Aus dem Grund, weil ich am Ende mich so drüber aufgeregt habe und ich gemerkt habe, dass Assassin's Creed 2 war ursprünglich mal mein Lieblingsteil der Serie, wobei das war mein erster Teil, den ersten Teil habe ich bis heute nicht gespielt. Dann kam Brotherhood, super geiles Spiel. Assassin's Creed Revelations will ich nicht drüber reden und über den Dreier auch nicht unbedingt. Und ich habe gedacht, ah ja, komm, Assassin's Creed 2 war ja damals geil. Und ich habe gemerkt, nein, ist es nicht. Wenn man das Kampfsystem von Brotherhood kennt, ist Assassin's Creed 2 Kacke. Ich habe gedacht, komm, ziehst du es trotzdem durch. Am Ende habe ich mich dann so drüber aufgeregt, dass ich gesagt habe, ach, leckt mich doch alle. Ich lösche das Scheißding wieder. Ja, das dürfte mir nicht übel nehmen. Wie gesagt, wenn ich mal in einem Projekt weniger rede, dann dürfte mir das auch nicht so übel nehmen. Ich weiß, als Let's Player ist das immer ein bisschen schlecht. Aber wenn ich mich in dem Spiel konzentriere oder gerade so drin bin, so richtig drin bin, vergesse ich es manchmal einfach. Da versuche ich mich aber weiterhin oder immer noch seit jetzt fast 2 Jahren, sind es schon 2 Jahre? Ich glaube, es sind schon 2 Jahre, mich da zu verbessern. Ich glaube nicht, dass ich so gut vorankomme. Aber egal. Ja, mehr habe ich da jetzt nicht zu sagen. Ihr dürft mir in die Comments gerne mal schreiben, was ihr zu dem Thema denkt. Bin ich ein guter Let's Player? Ihr dürft mir auch gerne schreiben, dass ich einer bin, das baut mein Selbstbewusstsein wieder auf. Ihr dürft mir aber auch schreiben, dass ich scheiße bin. Ich auch kein Problem mit, ist mir egal. Ich mache es wahrscheinlich trotzdem vorerst mal weiter. Ein bisschen gemächlicher, ein bisschen weniger. Momentan kommen auch alle 2 Tage nur Projekte. Dann habe ich noch mehr Luft, obwohl ich gerade eigentlich nur Ni no Kuni aktiv Let's Play. Und natürlich, Moment, und natürlich Dead Space 3. Wird aber auch weitergehen, hoffe ich. Da wird vielleicht auch noch ein bisschen mehr kommen, Marcel, mit dem Pulalamus. Hoffe ich zumindest, wenn er Lust hat, mit mir dann noch was zu machen. Wir haben auch schon so ein bisschen überlegt, was noch kommen könnte. Aber erstmal müssen wir Dead Space 3 fertig bringen. Da sind wir aber eigentlich auch schon ziemlich fast durch. Ne? Ja, schreibt mir ein bisschen was. Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was wäre denn cool, wenn ich mal machen würde? Was würdet ihr mal gern bei einem Let's Player sehen, wo ihr jetzt noch nicht so häufig gesehen habt? Vielleicht kann ich das ja mal umsetzen. Na, so Sachen. Dürft ihr mir alles gern schreiben. Ja, das war's. Ich freue mich auf eure Kommentare, Anregungen, Bashes, Flames. Was auch immer. Bis dann, bleibt dran. Ciao.